darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst am letzten Abend des zu Ende gehenden Jahres. Wir wollen gemeinsam singen, beten, das alte Jahr verabschieden und das neue begrüßen. Unser erstes Lied ist das Lied Nummer 33 aus unserem neuen Gesangbuch. Wir sind zusammengekommen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sprechen gemeinsam unseren Psalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird seinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Gott, wir wollen an diesem Abend zur Ruhe kommen, damit wir nachdenken können über das, was war. Damit wir das festhalten können, was uns wirklich bewegt hat, was wirklich gut war. Wir wollen nachsinnen über das, was kommt im neuen Jahr, was aus uns geworden ist und werden wird, was aus der Welt geworden ist und werden kann. Geleite du uns, Gott, durch die Zeit. Behüte unseren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Als nächstes Lied das Lied Nummer 22. Oh.
Als Lesung hören wir einige Worte aus dem zweiten Buch Mose. Die stehen dort im 13. Kapitel, bekannte Worte über Licht und Wolke. Und so zogen die Israeliten aus von Sukkot und lagerten sich in Etam, vorne am Beginn der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her des Tages in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und des Nachts in einer Feuersäule, auf dass er ihnen leuchten könne, Tag und Nacht. Und die Wolkensäule wich nimmer von dem Volke des Tages, und auch die Feuersäule wich niemals von dem Volke des Nachts. Selig sind die, die Gottes Wort hören und ihm folgen. Amen. Aus unserem roten Gesangbuch singen wir das Lied 395. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein kurzes Wort zum heutigen Abend aus dem ersten Thessalonicher Brief des Apostels Paulus. Prüfet aber alles und das Gute behaltet.
Der Herr gebe uns gute Gedanken durch seinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht erinnern sich manche noch an das letzte Jahr, als wir hier zusammen waren und gemeinsam das alte Jahr verabschiedet haben. Und vielleicht erinnern Sie sich auch daran, dass es ein lila Büchlein gab, um es zu füllen mit unseren Erfahrungen im Jahr 2020. Das persönliche Buch des Jahres, das jetzt zu Ende geht. Und am Anfang standen Dinge in diesem Büchlein, wie sie meistens im Jahresbuch stehen. Wir haben schön gefeiert, wir haben manche Knaller knallen lassen, manche Rakete abgeschossen, ein bisschen viel getrunken vielleicht, haben uns dann ausgeruht am 1. Januar. Wir haben dann den Januar gelebt wie immer. Wir haben im Februar als Kirchengemeinde zum Beispiel, steht hier drin, unseren Efeubewuchs entfernt, um die Restaurierungsarbeiten schön in die Wege leiten zu können. Die haben sich durchgezogen durch das ganze Büchlein fast bis zum Schluss. Der Anstrich, die vergoldete Spitze, neue Energie. Das zog sich durch, obwohl anderes sich geändert hat. Im März steht noch mal drin, wir waren auf Konfirmandenfreizeit. Bei Ihnen steht bestimmt im März auch Schönes drin. Wir haben die ersten Frühlingstage genossen, die Krokusse bewundert. Und dann Mitte März ein plötzlicher Abbruch. Kaum war man da von der Konfirmandenfreizeit, kam der erste Lockdown. Die Konfirmationen wurden verschoben, bis in den Sommer wurden dreigeteilt, damit wir nicht zu viele Menschen sind, die feiern. Manche sagen, das kleine Büchlein von 2020 schmeiße ich am besten irgendwo hin. Manche sagen vielleicht sogar, ich schmeiße es Gott vor die Füße. Was für ein komisches, außergewöhnliches, schlechtes Jahr. Es gibt immer Jahre, auch ganz persönliche Jahre, die eher Unerwartetes bringen, Nachdenkliches bringen, Schlechtes bringen, wo dann Kapitel drinstehen, leider, über Enttäuschungen menschlicher Art, über Misserfolge bei der Arbeit, in der Beziehung, vielleicht sogar Krankheiten. Und manche Kapitel reden vom Sterben, vom Tod. So ist das mit unseren Lebensbüchlein der einzelnen Jahre. Frohe Kapitel und weniger frohe Kapitel. Es wäre aber jetzt nicht gerecht, dieses Büchlein einfach irgendwo hinzuschmeißen, weil das Jahr so merkwürdig war. Es hilft auch gar nichts, das Büchlein irgendwohin abzulegen und zu vergessen. Es war ja ein Jahr unseres Lebens, ob wir wollten oder nicht. Es wäre schade um ein ganzes Jahr, wenn wir es einfach wegwerfen, vergessen wollen. Der Apostel Paulus sagt, prüfet alles und das Gute bewahret. Es gab auch gute Dinge in diesem Jahr, bei jedem und jeder individuell und auch durch Corona bedingt mehr Ruhe, vielleicht mehr Gelassenheit, hoffentlich mehr Menschlichkeit. Es gab auch eine Aussortierung, finde ich auch nicht schlimm. Menschen, die gelernt haben,
zu verzichten und an andere zu denken. Und andere Menschen, die mehr der Angst vertraut haben und noch mehr an sich zu denken lernten, als sie eh schon an sich denken. Aussortieren ist auch nicht schlimm. Wir haben schöne Internetgottesdienste erarbeitet in diesen Zeiten, die wir auch beibehalten wollen. Wir wollen hoffentlich beibehalten, dass wir, wie gesagt, aufeinander Acht haben, dass wir uns dem Neuen generell zuwenden, uns beweglich zeigen. Ich werde nachher Wunderkerzen entzünden und hoffentlich dabei die Kirche nicht abbrennen, aber Sie sehen es ja dann auf dem Video, ob es geklappt hat. Es sollen Funken fliegen, nicht Funken, die verbrennen, sondern die es lebendig machen, die etwas neu machen, die leuchten, Geistesblitze für die Zukunft, für das neue Jahr, dass wir wirklich das bewahren, was gut ist, was wir gelernt haben, dass es bewahrenswert ist. Gott zog mit dem Volk auf seinem Weg in einer Feuersäule, dass man auch im Dunkeln den Weg fand, dass man Gottes Gegenwart auch im Dunkeln gesehen und gespürt hat. Des Tages in einer Staubsäule in der Wüste, ein schönes Bild, da kann man schön hinterherlaufen, der Sandsäule. Aber es ist manchmal heiß, es ist manchmal so, dass einem der Sand in den Augen reibt, einem die Sicht nimmt. Auch das ist der Weg, den wir gehen und den Gott uns führt. Wir werden uns manchmal hoffentlich die Augen reiben, was Schönes passiert, wohin der Weg führt. Heute das Jahr zu verabschieden, ist gar nicht so anders wie sonst. Vielleicht ruhiger, vielleicht mit weniger Menschen, das schon. Aber wir verabschieden eigentlich jedes Jahr so, dass wir es bewahren wollen, als ein Jahr unseres Lebens. Und nicht einfach wegwerfen und vergessen. Wir verabschieden auch dieses Jahr so, dass wir uns erinnern, dass Gott auch ein Buch hat, so sagt es die Bibel. In diesem Buch sind aufgeschrieben all die Tage der Menschen, die waren und die, die kommen sollen. Also Gott vergisst nichts und Gott bewahrt auch dieses zu Ende gehende Jahr. Machen wir es ebenso. Es war kein vergeudetes Jahr, es war ein anderes. Vielleicht lehrreicher, vielleicht sogar in gewisser Weise schöner. Nehmen wir es mit und machen im neuesten Jahr das Beste aus unserem Leben, auf das die Funken fliegen. Prüfet alles und das Gute bewahrt. Amen. Das Lied Nummer 65. Ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Wir wollen beten. Du Gott unserer Lebenszeit, du ewiger Gott, der schon so viele Zeiten erschaffen und erlebt hat. Wir geben dir jetzt dieses zu Ende gehende Jahr zurück. Du hast es uns geschenkt, auf dass wir es leben. Und bei allem, was wir bedenken, es war doch ein schönes Jahr. Wir konnten atmen, wir konnten uns freuen, wir konnten essen, wir konnten singen, wir konnten die Sonne genießen, wir hatten einander. Hab Dank Gott für dieses Jahr. Wir wissen, dass Menschen in diesem Jahr, wie in jedem Jahr, auch gelitten haben. An Krankheit, an Krieg, an Kummer. Wir vertrauen dir all diese Menschen an, gerade auch die, die gestorben sind in diesem Jahr, unsere Lieben und alle die Menschen auf der ganzen weiten Welt, die von uns, von der Erde gegangen sind. Wir werden nicht einfach verloren gehen mit unserem Leben, so wie dieses Jahr nicht einfach verloren ist. Alles geht zurück zu dir in deine Hände. Nimm es auf dieses Jahr, Gott, und bewahre es gut. Und schenke uns ein gesegnetes neues Jahr, voller Freude, voller Energie, voller Zuversicht und voller Gottvertrauen. Du hast uns bisher immer am Leben erhalten. Und wenn wir krank wurden, oder wenn Menschen sterben mussten, warst du dennoch bei ihnen und hast ihr Leben vollendet. Was soll uns geschehen denn im neuen Jahr, was nicht von dir kommt
und bei dir ein gutes Ende findet. Hab Dank für das, was war, Gott, und geleite uns durch das himmlische Licht auf dem rechten Weg ins gelobte Land. Wir wollen das Gebet sprechen, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen unser letztes Lied aus dem neuen Buch, das Lied 139. Segne euch und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.